Die Fortschritte der Technik erfolgen in immer kürzeren Abständen. Die nächste dieser Revolutionen könnte die Nanotechnologie sein. Sie erschafft Materialien mit Eigenschaften, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar waren. Durch sie bekommen vertraute Objekte durch das Hinzufügen von einzelnen Atomen völlig neue Funktionen. Sie schafft ein Umfeld, das dank immer kleiner werdender Elektronik immer schützender, empfindlicher und interaktiver wird. Noch kleinere Computer mit immer höheren Rechenleistungen. Vielleicht sind sie sogar die Vorboten einer neuen Form der künstlichen Intelligenz, die allen unseren Bedürfnissen Rechnung trägt. Die Nanotechnologie eröffnet die Möglichkeit, Materialien im Nanomaßstab zu manipulieren. Dadurch könnte unser Alltag vereinfacht und die Welt um uns herum effizienter, sicherer und komfortabler werden. Die Nanotechnologie entscheidet über unsere Zukunft, weil sie sich nicht auf eine Anwendung beschränkt, sondern alle Lebensbereiche betrifft. Nanoprodukte werden zweifellos unsere Beziehung zur Welt nachhaltig verändern. Aber wie genau? Ihre nahezu grenzenlosen Fähigkeiten sind Segen und Fluch zugleich. Und die Schnelligkeit, mit der sie unser Leben beeinflusst und verändert, wirft immer neue Fragen auf. Was hier geschieht, hat keine frühere Zivilisation zu keinem früheren Zeitpunkt erlebt. Wir schreiben Geschichte, aber wir wissen nicht, welche Art von Geschichte wir schreiben. Vor knapp 30 Jahren hat die Erfindung neuer Mikroskope die Tür zu einer unerforschten Dimension aufgestoßen. Die Nanodimension. Ein Nano ist ein Milliardstel Meter, die unsichtbare Welt der Atome und Moleküle. In diesem Maßstab weist die Materie überraschende Eigenschaften auf. Sie zu erforschen, kündigt eine neue Revolution an, die Nanotechnologie. Sie ist ein radikaler Fortschritt, der die Grenzen nahezu aller bisherigen Technologien verschieben sollte. Die ersten Produkte sind bereits in unserem Alltag angekommen. Aber hält die angekündigte Revolution auch, was sie verspricht? Alles begann in den 1980er Jahren mit der Erfindung eines neuen Geräts, dem sogenannten Rastertunnel-Mikroskop. Es wurde von James Chimchevsky zusammen mit einem Forscherteam von IBM in Zürich entwickelt. Er gehört zu den ersten Menschen, die Material in der unvorstellbaren Größenordnung von Millionsten Millimetern sehen konnten. Denn diese Mikroskope tasten Oberflächen ab wie ein Blinder die Punkte der Brailleschrift. Sie verwenden eine Sonde, deren Spitze aus einem einzigen Atom besteht. Nähert sich diese der Probe auf einige Nanometer, findet ein Elektronenaustausch mit dem nächstgelegenen Atom statt. Dieser Prozess wird als Tunneleffekt bezeichnet. Bei konstantem Strom rastert die Spitze Atom für Atom die untersuchte Oberfläche ab. Computerprogramme konvertieren diese Informationen anschließend in Bilder. Und diese Bilder haben den Forschern eine neue Welt eröffnet. Mit dem Rastertunnelmikroskop konnten Menschen erstmals Bilder von Atomen und Molekülen sehen. Sie konnten zum ersten Mal Silikonatome auf einer Oberfläche sehen. Das hat die Wissenschaft komplett revolutioniert. Plötzlich war man in der Lage, Materie auf eine radikal neue Art zu begreifen, nämlich auf der Basis einzelner Atome und nicht wie früher auf der Basis von Millionen oder Milliarden von Atomen. Aber das neue Werkzeug hielt noch eine weitere Überraschung bereit. Kommt die Spitze noch näher an die Oberfläche heran, so verstärkt sich der Stromfluss. Die Forscher haben entdeckt, dass man diese Energie dazu verwenden kann, um einzelne Atome zu verschieben.
Mit dem Raster-Tunnel-Mikroskop kann man einzelne Moleküle und Atome berühren. Und erstmals ist es auch gelungen, sie auf Oberflächen zu verschieben, um bis dahin völlig unvorstellbare Strukturen zu schaffen. Diese radikal neue Fähigkeit, die Grundsteine der Materie zu beobachten und zu manipulieren, hat zur Entstehung der Nanotechnologie geführt. Für Etienne Klein, Physiker und Wissenschaftsphilosoph, stellt sie zwar eine große Zäsur dar, die Begeisterung, mit der sie aufgenommen wird, hält er jedoch für übertrieben. In weniger als einem Jahrhundert sind wir vom Beweis der Existenz von Atomen zur Möglichkeit übergegangen, sie zu manipulieren. Technisch gesehen eröffnen sich dadurch Perspektiven, die vor Jahren noch undenkbar waren. Dass sich heute alle entwickelten Länder für die Nanowissenschaften interessieren, ist einem aufsehenerregenden Bericht der beiden US-Wissenschaftler Rocco und Bainbridge aus dem Jahr 2002 zu verdanken. Sie kündigten darin an, dass dank dieser neuen Technologie die Menschheit sämtliche Probleme lösen könne, mit denen sie konfrontiert ist. Sicher hat dieses Versprechen das Interesse der Forscher geweckt, aber die ersten Anwendungen der Nanotechnologie sind viel unspektakulärer. Tatsächlich haben einige dieser Anwendungen längst Einzug in unseren Alltag erhalten. Nur können wir sie nicht sehen. Glas ist eines der ersten Materialien, die vom Einsatz der Nanotechnologie profitiert haben. Fensterscheiben sind mit ihrer Fähigkeit zur Wärmeisolierung und Schalldämmung seit langem fester Bestandteil der Architektur. Aber seit Beginn dieses Jahrhunderts verfügen manche Scheiben über eine zusätzliche Eigenschaft. Durch das Aufbringen winziger Titandioxidatomgruppen auf der Oberfläche kann sich das Glas bei Lichteinfall selbst reinigen und desinfizieren. Der Vergleich einer beschichteten mit einer herkömmlichen Scheibe lässt keinen Zweifel an der Wirksamkeit des Verfahrens. Die Interaktion zwischen der UV-Strahlung im Tageslicht und diesen Titandioxidatomen lädt die umgebenden Sauerstoffmoleküle mit Energie auf. Dieser aktive Sauerstoff ist anschließend in der Lage, Schmutzpartikel zu zersetzen. Doch nicht nur das. Dank der neuen Oberflächenstruktur der Scheibe kann das Regenwasser den Schmutz fortspülen. Auf einer herkömmlichen Scheibe bildet das Wasser Tröpfchen. Auf einer Nanobeschichteten hingegen reagiert das Wasser mit den Nanostrukturen und bildet einen hauchdünnen Wasserfilm auf der Oberfläche. So kann das Wasser leichter zwischen das Glas und den Schmutz gleiten und diesen beim Abperlen mitnehmen. Die erste kommerzielle Anwendung dieses Verfahrens geht auf das Jahr 2001 zurück. Heute sind nanostrukturierte Oberflächen zur Selbstreinigung weltweit im Einsatz. Das Terminal dieses japanischen Flughafens besteht aus rund 15.000 Glasscheiben, allesamt aus Nanoglas. Auch zahlreiche Oberflächen von Lärmschutzwänden oder Hausfassaden, von Krankenhaustoiletten oder antibakteriellen Schutzmasken sind heute aus Nanobeschichtungen. Zu sehen sind sie freilich nicht. Allenfalls ist der durch sie erzielte Komfort zu spüren. Und je mehr Erkenntnisse die Forscher über Reaktionen im Nanomaßstab gewinnen, desto mehr Einsatzmöglichkeiten sind denkbar. Photokatalysatoren auf Basis von Titanoxid sind im Grunde kleine Nanopartikel. Ihre Wirksamkeit und Arbeitsweise hängen von ihrer Form ab. Indem man also diese Phänomene besser begreift und die Möglichkeit hat, die Form oder Dimensionen dieser Partikel zu verändern, kann man sehr effiziente Strukturen schaffen. Denn ein großer Brocken Titanoxid hat keine dieser Eigenschaften. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die stetige Verbesserung der Nanomaterialien. Zahlreiche Materialien werden auf diese Weise durch Hinzufügen von Nanopartikeln mit neuen Funktionen ausgestattet. Doch manche Entdeckungen im Bereich der Nanotechnologie könnten auch spektakuläre Veränderungen der Architektur unserer Städte nach sich ziehen.
1991 entdeckte Professor Ijima bei einem Experiment mit einem Lichtbogen unter den Verbrennungsrückständen ein Material, das unter ähnlichen Bedingungen zwar schon registriert, aber nie genauer untersucht wurde. Im Nanomaßstab enthüllte es seine wahre Beschaffenheit. Es handelte sich um eine neue Form von Kohlenstoff, sogenannte Kohlenstoff-Nanoröhren. Bei der Verbrennung werden Kohlenstoffatome frei, die sich wabennetzartig zusammenfügen und zylindrisch aufrollen. Kohlenstoff-Nanoröhren sind das erste Material, das vom Menschen nur unter Laborbedingungen erschaffen wurde. Es handelt sich nicht um eine existierende Materie, die verändert wurde. Materie erzeugen zu können, das ist eine völlig neue Fähigkeit. Die Röhrchen haben den unvorstellbar winzigen Durchmesser von einem Nanometer und sind damit 100.000 Mal dünner als ein menschliches Haar. Sie sind das stabilste Material, das bisher entdeckt wurde. 100 Mal widerstandsfähiger und 6 Mal leichter als Stahl. Forscher und Ingenieure der ganzen Welt, darunter auch die der NASA, interessierten sich sofort brennend für die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Materials. Kohlenstoff-Nanoröhren haben ein unglaubliches Potenzial. Man denke nur an die verschiedenen Strukturen, die in sehr großem Maßstab erzeugt werden könnten, ohne von den Gesetzmäßigkeiten, die diese Strukturen normalerweise prägen, eingeschränkt zu werden. Das originellste Beispiel für diese Hoffnungen? Der Weltraumfahrstuhl. Um die Jahrtausendwende reaktivierte die NASA dieses Projekt, das bereits in den 1950er Jahren entstanden war. Es wurde in zahlreichen Science-Fiction-Werken aufgegriffen, ehe die Forschungen wieder aufgegeben werden mussten, da kein bekanntes Material leicht und stabil genug zugleich war. Dank der besonderen Eigenschaften der Kohlenstoff-Nanoröhren ist heute theoretisch die Herstellung eines 36.000 Kilometer langen Kabels vom Äquator bis zu einem geostationären Satelliten denkbar. Man kann von den Forschern nicht verlangen, dass sie immer nur pragmatische Überlegungen darüber anstellen, was heute realisierbar ist. Vielmehr müssen sie auch über zukünftige Projekte nachdenken können, die, so extravagant sie auch erscheinen mögen, manchmal genau die Frage aufwerfen, was man machen sollte und was möglich ist. Die größte Herausforderung bestand zunächst darin zu klären, wie man diese winzigen Nanoröhrchen in ausreichenden Mengen produzieren konnte. Zahlreiche Methoden wurden getestet. Doch die von Daniel Risasco erwies sich als vielversprechendste. Sie beruht auf der Fähigkeit von Materie im Nanomaßstab zur Selbstanordnung. Die Kohlenstoff-Nanoröhren wachsen, wenn ein kohlenstoffhaltiges Gas über einen Katalysator geleitet wird. Man braucht einen sehr speziellen Katalysator, um einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren herzustellen. Das Gas strömt um eine Kugel, hinter der sich eine Wolke bildet. Und die Nanoröhre bildet sich, nach dem Prinzip der Selbstanordnung, in dieser Wolke. Die Nanoröhren wachsen also tatsächlich in diesem Katalysator. Die Fähigkeit der Atome und Moleküle zur Selbstorganisation ist der Schlüssel für viele Errungenschaften der Nanotechnologie. Damit lassen sich Nanomaterialien in großen Mengen zu moderaten Preisen herstellen. Die Kenntnis der physikalischen Gesetze, die in diesem Maßstab wirken, ermöglicht es, mit den Eigenschaften der Materie zu spielen, um so ihr eigenes Wachstum anzuregen. Wir können also Materie entstehen lassen, indem wir uns ihre ureigensten Eigenschaften zunutze machen. Nach den ersten Erfolgen im Labor sicherte die NASA Daniel Risasco ihre finanzielle Unterstützung zu, um die Nanoröhrchen herzustellen, jedoch in einem weit größeren Maßstab. Heute wird die Herstellung von Kohlenstoff-Nanoröhren weltweit massiv vorangetrieben. 2011 umfasste sie mehrere hundert Tonnen aus insgesamt rund 100 Produktionsanlagen. Die größten im Labor hergestellten Nanoröhren sind erst rund 1 Millimeter lang.
Sie werden vorläufig nur in Form von Partikeln in diverse Verbundmaterialien integriert. Produkte, bei denen es auf Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit ankommt. Doch die Entwicklung von Materialien auf der Basis von Kohlenstoff-Nanoröhrchen könnte in den kommenden Jahrzehnten alle Gesetze des Maschinenbaus und der Architektur auf den Kopf stellen. Die architektonische Form unserer Städte wird vom Gesetz der Schwerkraft bestimmt. Das Gewicht des Baumaterials begrenzt die Möglichkeit der Formgebung. Mit der Einführung der Kohlenstoff-Nanoröhren könnte man völlig verrückte architektonische Formen schaffen. In den Städten der Zukunft könnte es Gebäude geben, die in ihrer Form sehr weit entfernt von den quadratischen Formen sind, die wir heute kennen. Doch bevor die Nanotechnologie das Gesicht unserer Städte verändert, wird sie in immer schnellerem Tempo unseren Alltag umkrempeln. Denn die Nanomaterialien begünstigen auch die Entwicklung zahlreicher mikroskopisch kleiner Elektronikgeräte. Und diese Systeme verschaffen uns Zugang zu einer Vielzahl von Informationen über die Welt, in der wir leben. In Korea erforscht Gyu Jin Cho die Einsatzmöglichkeiten von Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Aber ihn interessieren in erster Linie die elektrischen Eigenschaften. Denn abgesehen von ihrer Stabilität zeichnen sich die winzigen Strukturen auch durch ihre hervorragende Funktion als Halbleiter aus. Gyu Jin Chos Labor hat eine Tinte entwickelt, die eine Kohlenstoff-Nanoröhrensuspension enthält. Mit dieser Tinte kann man ganze elektronische Schaltkreise auf Plastik oder Papier drucken. Diese Schaltkreise sind sogenannte RFID-Etiketten. Sie können Funksignale empfangen und eine Antwort senden. Diese Daten können mit Lesegeräten erfasst werden. Die RFID-Etiketten kommen immer häufiger in der Lagerverwaltung und zur Rückverfolgbarkeit von Produkten zum Einsatz. Aber auch in Reisepässen, Mautsystemen und Bibliotheken. Da sie sehr billig sind, könnten diese Druckverfahren bald ebenso weit verbreitet sein wie die Barcodes. Alle möglichen Konsumgüter wären auf diese Weise noch besser vernetzt und könnten jederzeit geortet werden. In Japan arbeitet Genki Yoshikawa derzeit an einem winzigen, elektronischen Sensor, der jeden von uns für die unsichtbaren Botschaften unserer Umwelt empfänglich machen könnte. Dieser Sensor veranschaulicht die spektakuläre Verschiebung des Maßstabs durch die Nanotechnologie. Sie beruht auf der Schaffung von Oberflächen, die so sensibel sind, dass sie sogar das verschwindend geringe Gewicht eines Moleküls wahrnehmen können. Nanosensoren sind überaus vielversprechend. Sie sind wirklich winzig klein und können alle Arten von Informationen empfangen. Etwa chemische oder biologische Botschaften, Temperaturen, alles, was man will. Diese Nanosensoren sind in der Lage, alles zu identifizieren, sofern man sie ordnungsgemäß herstellt. Der von Genki Yoshikawa entwickelte Sensor könnte jeden von uns mit einem Gerät ausstatten, das so selektiv und präzise ist wie der Geruchssinn eines Hundes. In der Nase des Hundes befinden sich unzählige Geruchsrezeptoren, die auf bestimmte Duftmoleküle reagieren. Die Kombination der angesprochenen Rezeptoren ergibt jeweils einzigartige Mischungen, die es dem Hund ermöglichen, Gerüche voneinander zu unterscheiden. Genki Yoshikawas winziges Gerät ahmt diesen Mechanismus nach. Seine Rezeptoren erkennen und erfassen bestimmte Molekülstrukturen anhand ihres Gewichts. Ein elektronischer Schaltkreis vergleicht die erhaltenen Kombinationen mit einer Datenbank. Wenn man heute den Grad der Verschmutzung der Luft oder von Fluss oder Trinkwasser prüfen wollte, wäre das unmöglich. Oder zumindest wäre es nur sehr schwer durchführbar. Aber wenn wir Sensoren wie diesen in unser Handy integrieren könnten oder in unsere Kleidung, hätte jeder die Freiheit und die Macht, alles zu kontrollieren, was um ihn herum passiert.
Heute ist der Sensor mit lediglich 8 Fühlern ausgestattet und dennoch schon jetzt in der Lage, den molekularen Abdruck verschiedener Fleischsorten zu unterscheiden. Wie ein Hund. Je mehr Fühler hinzukommen, desto schneller spürt das System selbst kleinste Spuren einer Substanz auf. Gefährliche Gase, Sprengstoffe, verdorbenes Fleisch oder verschmutztes Wasser. Sie mögen winzig klein sein, aber ihre Wirkung ist enorm, viel größer als bei anderen großen Errungenschaften. Eine Brücke ist eine große Struktur, aber es ist nur eine Brücke an einem festen Ort. Kleine Dinge hingegen können überall sein. Und sie können unsere Welt sehr viel stärker beeinflussen. Das letzte Jahrhundert war zweifellos das der großen Bauwerke. Aber dieses Jahrhundert wird dadurch geprägt sein, dass wir immer kleinere und intelligentere Dinge erschaffen. Eine Entwicklung, die umso wahrscheinlicher ist, als das Verhalten bestimmter Materialien im Nanomaßstab den Einsatz radikal neuer Methoden erlaubt, welche all diese winzigen Vorrichtungen energieunabhängig machen könnten. Durch die Manipulation von Zinkoxid-Nanokristallen entdeckte Professor Zhonglin Wang, dass diese auf Druck winzige Mengen Strom produzieren. Um diese Eigenschaft zu nutzen, ließ er in einer Versuchsanordnung die Kristalle sich zu langen Fäden von 50 Nanometer Durchmesser verbinden. Eine schwache mechanische Kraft reichte aus, um diese winzigen Zinkoxidfäden zu wölben. Und während sie sich verformen, erzeugen sie Elektrizität. Wir sind ständig von mechanischen Stromquellen umgeben. Vibrationen, Lärm, Licht, Wind und Luft. Alles mechanische Energie. Wenn wir sie in Elektrizität umwandeln, können wir viele Geräte jederzeit mit Strom versorgen. Seinem Team ist es gelungen, mehrere Millionen dieser Nanofasern zwischen zwei Elektroden anzuordnen. Anschließend wurde eine Struktur aus mehreren solcher Schichten aufgebaut, um den Effekt zu verstärken. Durch mechanische Verformung erzeugten diese Fasern eine Spannung von 3 Volt. Doppelt so viel wie eine normale Batterie. Zhonglin Wangs Ziel ist es, Strom aus so subtilen Phänomenen wie Vibrationen zu produzieren, die durch Körperbewegung erzeugt werden. Ideal, um sämtliche elektronischen Geräte, die wir mit uns herumtragen, jederzeit mit Energie zu versorgen. Aber bevor sie in unseren Taschen landen, werden diese energieunabhängigen und hypersensiblen Sensoren wohl zunächst dazu verwendet werden, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu verstärken. Der Vorteil dieser Nanosensoren ist, dass sie wirklich überall angebracht werden können. Sie können einen beginnenden Brand, austretende giftige Stoffe oder andere auffällige Phänomene lokalisieren. Und sie können nicht nur eine Gefahr wittern, sondern auch ihre Ausbreitung im gesamten System verfolgen. Es ist sogar vorstellbar, dass sich unsere Städte bald wie lebendige Wesen verhalten werden, ausgestattet mit einer Intelligenz, um auf uns aufzupassen. Aber diese Vision einer Gesellschaft, in der vernetzte Nanosensoren alle möglichen Informationen sammeln und weitergeben, wirft natürlich eine ganze Reihe ethischer Fragen auf. Überwachungstechnologien existieren seit langem. RFID ist keine Errungenschaft der Nanotechnologie. Das gibt es schon seit geraumer Zeit. Die Nanotechnologie sorgt nur dafür, dass die Geräte noch kleiner werden und schafft damit immer mehr Möglichkeiten der Überwachung und Kontrolle. Und genau das macht die Situation für uns so ambivalent. Wir wollen zwar, dass man uns zu Hilfe kommt, wenn wir ein Problem haben, aber überwacht werden wollen wir nicht. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben. Eine Art Widerspruch, der schwer zu lösen ist. Diese Ambivalenz gibt seit langem Anlass zu beängstigenden Szenarien, welche diese Technologien in uns heraufbeschwören. Heute Morgen ging es mir nicht gut. Ich habe mich durchchecken lassen.
aber das System hat geantwortet, es könne nichts feststellen. Die Beschwerden seien psychisch. Und es hat mir wieder angstlösende Mittel verordnet. So geht das jetzt jedes Mal, wenn ich das Haus verlassen muss. Dabei bin ich früher immer so gern in die Stadt gegangen. Die Fußgängerzone war meine vertraute Welt. Dort habe ich mich wohlgefühlt. Und wenn die Plasma-Werbungen mich erkannt haben, dann fand ich das irgendwie schmeichelhaft. Miss Humphrey, erinnern Sie sich an Ihren letzten Besuch? Sie waren begeistert. Heute bieten wir Ihnen 25% auf unsere Herbst-Winter-Kollektion. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Überall standen diese Monitore. Sie gaben mir ein Gefühl der Sicherheit. Es war, als würden sie mich beschützen. Tut mir leid, Miss Humphrey, dieser Abschnitt ist vorübergehend gesperrt. Wir haben ein verdächtiges Paket entdeckt. Alles hier war so gut organisiert. Irgendwie speziell für mich, hatte ich das Gefühl. Miss Humphrey, Sie können Ihren Einkaufsbummel fortsetzen. Die Luftqualität ist hervorragend. Aber jetzt ist alles anders. Ich habe die ganze Zeit den Eindruck, beobachtet zu werden. Dass man mir nachspioniert. Und das bedrückt mich zunehmend. Beruhigen Sie sich. Ihre Herzfrequenz ist zu hoch. Gehen Sie langsamer. Ihre Herzfrequenz ist zu hoch. Diese Panikattacken bekomme ich einfach nicht in den Griff. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als das alles anfing. Es war ein Donnerstag. Das Wetter war traumhaft. Der Ball auf der Straße, den hatte der kleine Sohn der Nachbarn da wieder mal vergessen. Sie waren nicht da und das Haus hat mich natürlich erkannt. Aber das Bild, das ich auf dem Monitor sah, war 5 Jahre alt. Dabei war ich erst vor ein paar Wochen hierher gezogen. Ich war irritiert. Und je länger ich darüber nachdachte, umso klarer wurde mir, dass alle Daten, die mich betrafen, irgendwo gespeichert sein mussten. Alles, was ich in meinem ganzen Leben getan oder sogar gesagt habe. Und selbst das Haus meiner Nachbarn hatte Zugang zu diesen Daten. Von da an hatte ich das Gefühl, dass mein Leben mir nicht mehr richtig gehört. Und dass sie alles über mich wissen oder wissen könnten. Ich fühlte mich immer unsicherer und wehrlos einer höheren Macht ausgeliefert. Seither verlasse ich kaum noch das Haus. Miss Humphrey, vergessen Sie nicht, Ihren Ausweis zu verlängern. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Ihnen das Serviceangebot unserer Behörden voll zur Verfügung steht. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Unser Verständnis von Privatsphäre hat sich durch die modernen Technologien vollständig verwandelt, vor allem seit dem Handyboom. Manche glauben zwar noch, dass sie über eine Privatsphäre verfügen, aber im Grunde ist das nicht mehr der Fall. Es ist daher unerlässlich, verbindliche Regeln für die Verwendung dieser Technologien zu formulieren. Wir müssen einen Weg finden, dem Einzelnen garantieren zu können, dass sie nicht missbräuchlich eingesetzt werden. Ein Denkanstoß, der umso dringender erscheint, als die Entwicklung der Nanotechnologie eng mit der einer anderen verknüpft ist. Jener nämlich, die im letzten Jahrhundert alle Lebensbereiche am nachhaltigsten verändert hat. Die Informatik. Computer gibt es seit knapp 70 Jahren. Ihr Prinzip beruht darauf, dass ein komplexer Vorgang auf eine Folge einfacher logischer Vorgänge reduziert werden kann, welche durch das Hintereinanderschalten von Transistoren ausgeführt werden. Die schrittweise Verkleinerung der Transistorenschaltkreise war der Schlüssel für spektakuläre Verbesserungen der Rechenleistung unserer Computer. Von 1971 bis 2001 hat sich die Anzahl der auf einem Siliziumchip untergebrachten Transistoren alle 2 Jahre verdoppelt. Man nennt dies das Moore'sche Gesetz. Heute haben Siliziumtransistoren eine Größe von 30 Nanometern. Aber sie nähern sich einer theoretischen Grenze. Unterhalb von 20 Nanometern stoßen sie an ihre physikalischen Grenzen. Um schneller und dichter zu sein, werden die Komponenten immer weiter verkleinert und man stößt an fundamentale Grenzen. Sie schieben dem weiteren Fortschritt dieser Technologie einen Riegel vor.
Es ist kein Zufall, dass IBM das erste Rastertunnelmikroskop entwickelt hat. Die Halbleiterindustrie hat diese Grenzen seit langem vorhergesehen. Deshalb setzt sie auf die Beherrschung von Materialien im Nanomaßstab, um die Weiterentwicklung der Informatik voranzutreiben. Im T.J. Watson Forschungszentrum von IBM im Bundesstaat New York entwickelt eine Forschergruppe unter der Leitung von Chunyun Sung ein Nanomaterial, das die theoretischen Grenzen der Miniaturisierung und der Schnelligkeit der Prozessoren verschieben könnte. Dieses Material heißt Graphen, eine Art ausgerolltes Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Es besteht aus Kohlenstoffatomen, angeordnet in einer Honigwabenstruktur, von denen eine Lage so dünn wie ein einzelnes Atom ist. Extrem stabil und flexibel kann es elektrischen Strom rund 1000-mal besser leiten als Kupfer. Graphen hat sehr viele Vorteile. Zunächst ist eine Lage nur so dünn wie ein Atom, sodass sich das Material sehr gut für extrem kleine Geräte einsetzen lässt. Außerdem ist Graphen sehr leitfähig, was Geräte auf der Basis dieses Materials sehr, sehr schnell macht. 2004 konnte Graphen erstmals isoliert werden. 2010 erhielten seine Entdecker den Physik-Nobelpreis. Seine erstaunlichen Eigenschaften versprechen eine Revolution in der Mikroelektronik. Chunyun Sung ist der Ansicht, dass es das Silizium in den heutigen Transistoren ersetzen könnte. Die ersten Prototypen auf der Basis von Graphen haben alle Erwartungen in Sachen Schnelligkeit übertroffen. Langfristig wollen wir sehr leistungsfähige Prozessoren mit Graphen produzieren. Sie dürften in den kommenden 20 bis 30 Jahren die Rechenleistung der Computer weiter verbessern, da die Größe der Transistoren immer weiter schrumpft. Diese neuen Materialien könnten also die Leistung unserer Computer in den kommenden Jahrzehnten weiter erhöhen. Aber die Einsatzmöglichkeiten, die sich durch die Erforschung der Nanodimension eröffnen, sind so vielfältig, dass die Wissenschaftler für die Informatik den Aufbruch in ein ganz neues Zeitalter sehen. Die Nanotechnologie ist im Begriff, Mauern zu durchbrechen und Grenzen zu verschieben. Das ist wie bei der Erforschung des Weltalls. Fantastisch. Die Entdeckung einer neuen Welt. Und der Fortschritt der Nanotechnologie geht nicht in kleinen Schritten, sondern in riesigen Sprüngen voran.